Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier, das ist der Mentalist Marc Hagenbeck und ich bin der Sashi und wir erzählen heute etwas über den 4. März. Über den 4. März, ganz genau. Wer hat Geburtstag am 4. März? Westbam hat Geburtstag am 4. März. Der Westbam. Kennst du den? Hey, na klar kenne ich den Westbam. Ein DJ. Ein DJ, einer der alten Schule. Sozusagen. Kennst du noch ein Lied von dem? Ja. Was denn? Ich bin der DJ. Nee. Nein. Mayday. Kennst du Mayday? Mayday. 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 Ich kenn das Boot. Nee, das ist nicht vom Westbam. Okay. Nee. Aber Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Maitag, Maitag. Hyper, Hyper. Ja, was gibt's noch am 4. März? Was gibt's da noch? Tja, am 4. März 2001, da stimmte die Schweiz, beziehungsweise die Bevölkerung der Schweiz, zu dieser Initiative Ja zu Europa ab. Und damit stimmte sie auch gegen diese Initiative ab. Das heißt also, die Schweiz hat sich verweigert. Ja, also das war der vorgezogene Brexit. Das war sozusagen der vorgezogene Brexit, ja, richtig. Und am 4. März 2000 ist in Sydney ein homosexuellen Karneval stattgefunden. Und da haben 8000 Menschen teilgenommen. Und wie war's so? War schön. Ja. Warst du schon mal in Sydney? Nein. Nein, ja. Ja, am 4. März, das ist alles da gewesen. 4. März, homosexuellen Karneval 2000 in Sydney. Der Westbam hat Geburtstag und die Schweizer sagen nee zu Deutschland. Stehst du? Nee, zu Europa. Ich möchte nur, bevor wir aufhören, ganz kurz dazu sagen, ich habe ganz viele schwule Bekannte in meinem Freundeskreis. Du bist so eine Hete. Jetzt kannst du ausblenden. Cheerio, Miss Sophie. Mach's gut, Tschüssikowski.